Hallo, heute ein Vortrag von Dr. Hans-Werner Sinn mit dem Titel Energiewende ins Nichts vom 16. Dezember 2013. Viel Spaß! Sehr geehrter Herr Staatsminister, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Spektabilis, liebe Kommilitonen, ich bedanke mich für das Interesse, das Sie diesem Thema hier entgegenbringen. Die Energiewende wird uns noch alle sehr intensiv beschäftigen. Und ich habe mir mal versucht, meinen Reim auf die Sache zu machen. Ich habe mich mit dem Energiethema in den 70er und 80er Jahren intensiv beschäftigt. Dann kam eine Pause, dann kamen andere Dinge. Aber dann in den letzten Jahren doch wieder. Und mich treibt doch eine gewisse Sorge um, dass das, was hier geschieht, vielleicht doch noch nicht richtig durchgerechnet worden ist. Ich stelle Ihnen einige Rechnungen heute vor zu dieser Frage, die vielleicht zu verblüffenden Ergebnissen führen. Es geht um schlichtes Einmaleins. Es geht heute nicht um hohe volkswirtschaftliche Theorie, sondern sind alles Dinge, die kann jeder selber nachrechnen und nachvollziehen. Dies sind meine Themen. Kurz rede ich über den Treibhauseffekt, über die Frage der billigen Energie aus der Natur, Fukushima und der Atomausstieg, die deutsche Energiestruktur, Windenergie, Speicherung, andere Lösungen und dann beschließe ich es damit. Nun, also eines vorweg und das hat ja auch Klaus Schmidt schon gesagt, der Treibhauseffekt als solcher steht hier nicht in Frage und ich bin auch zutiefst überzeugt, dass er stattfindet und eine große Bedrohung für die Menschheit ist. Es gibt ihn wirklich und dass das so ist, möchte ich Ihnen hier kurz demonstrieren an nur einer Zahlenreihe oder zweien. Die stammen aus Eiskernbohrungen an der Antarktis, wo man 3200 Meter tief gebohrt hat und in frühere Schneeschichten sozusagen reinkommt und 800.000 Jahre zurück in der Erdgeschichte bohren kann. In den Luftbläschen, die man da findet, weiß man, wie die Luft früher zusammengesetzt war und nach der Isotopenmethode kann man sogar die Temperatur des damals verdunsteten Wassers exakt rekonstruieren aus der Zusammensetzung halt dieses Wassers. Hier sehen Sie den CO2-Gehalt die letzten 800.000 Jahre. Hier ist der vorindustrielle Wert mit 280 ppm und hier sind wir heute. Also es ist völlig zweifelsfrei, dass hier ein gewaltiger Anstieg des CO2-Gehaltes schon stattgefunden hat und es gibt keine andere Erklärung als die anthropogenen Einflüsse. Das waren also wir und das war die Industrialisierung. Das ist völlig zweifelsfrei. Diese alberne Diskussion um die Hockeystick-Kontroverse lenkt von diesen Fakten ab. Und dann haben wir hier die Temperatur aus eben derselben Probe, die letzten 800.000 Jahre. Sie sehen hier den Durchschnittswert der letzten 1.000 Jahre, der ist auf Null normiert. Hier ist der Durchschnittswert der letzten 800.000 Jahre. Sie sehen, da sind wir also 6 Grad tiefer als heute. Hier ist die letzte Warmzeit, die Eemwarmzeit, die vor 125.000 Jahren war. Dann kam hier die letzte Eiszeit, die vor 18.000 Jahren zu Ende war. Und hier ganz am aktuellen Rand sind wir also in der vorindustriellen Zeit mit 13,5 und heute haben wir schon 14,5. Das heißt, 1 Grad plus haben wir bereits und wir sind jetzt nicht etwa in einer Eiszeit, wo wir die Erwärmung durch den CO2-Effekt gut gebrauchen können, sondern ganz im Gegenteil bereits in einer Warmzeit, wo das also überhaupt nicht zu Pass kommt, dass die Erde noch wärmer wird. Wer das weiter studieren möchte, das ist Kapitel 1 meines Buches Das grüne Paradoxon oder auch hier in Englisch, auf Englisch bei MIT Press. Nun wollen wir ja in die regenerativen Energien rein und wollen das also mit der Solarenergie machen. So sehen unsere Dächer aus. Das ist eine ganz überzeugende Technologie, die auch ausgereift ist.
Oder wir haben auch die Windflügel überall. Das ist ehrlich gesagt weniger überzeugend, weil das so in der Landschaft steht. Caspar David Friedrichs Bilder sucht man heute vergebens in Deutschland. Insbesondere ist es kaum ratsam, in der Nacht irgendwo herzufahren, weil dann man überall die roten Lampen sieht in der Natur und gerade in Norddeutschland, in meiner Heimat bei Bielefeld, schrecklich, muss ich sagen. Das sieht aus, als wäre es mitten im Ruhrgebiet. Nun gut, aber es ist der Versuch, etwas zu machen über diese beiden Wege. An und für sich hört sich das gut an. Die Sonne schickt uns keine Rechnung, heißt es. Die Energie ist umsonst da und sie ist sauber zudem, also warum steigen wir nicht um? Es wird alles billiger und es wird sauberer und es kann doch gar keine Frage sein, dass wir loskommen müssen von den traditionellen Energieformen. Oder der Unterschied zu konventionellen Kraftwerken, so heißt es in der Süddeutschen Zeitung noch im Jahre 2010, die Sonne scheint kostenlos, ist umweltfreundlich, bringt weder Schadstoffemissionen mit sich, noch hinterlässt sie nukleare Abfälle. Oder hier Jürgen Trittin aus dem Jahre 2004, muss ich fairerweise sagen, er würde sich vielleicht heute auch nicht mehr so äußern. Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet, so viel wie eine Kugel Eis. So sind wir gedanklich gepolt im Hinblick auf das Thema der Energiewende. Aber die Umlage durch das Erneuerbare Energiengesetz ist explodiert in dieser Zeit. Da sind wir im Jahr 2013 schon bei 5,28 Cent pro Kilowattstunde und das muss jeder Verbraucher zahlen. Das sind in der Summe 13,3 Milliarden Euro Mehrkosten gegenüber dem, was der Großhandelspreis des normalen Stroms kosten würde. Manchmal wird da eine andere Zahl genannt, man muss das aber natürlich fairerweise abziehen. Und fürs nächste Jahr sind es schon 6,24 Cent pro Kilowattstunde. Das bedeutet, nach einer Rechnung des RWI, dass die bereits zugesagten Subventionen für allein die Solaranlagen, die bis 2010 installiert wurden, über 100 Milliarden Euro betragen. Übrigens, die 13,3 Milliarden Euro, die das jedes Jahr jetzt schon kostet, sind nicht eine Kugel Eis, sondern jedenfalls nicht im Monat, sondern eine Kugel Eis an jedem Tag. Gut, den Sonntag können wir aussparen, also an jedem Werktag und jedem Samstag. Und wenn wir die Atomkraft ersetzt haben werden, dann wird es nicht eine Kugel Eis sein an jedem Tag, sondern eine Kugel Eis in jeder Stunde. Nun gut, wir werden nicht zugrunde gehen deswegen, aber billig ist es auch nicht. Hier sehen Sie, was jetzt schon passiert ist mit den Strompreisen. Vergleichen wir mal Deutschland und Frankreich. Deutschland liegt heute bei 29 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt und Frankreich liegt bei 15 Cent. Das ist also gerade die Hälfte. Das setzt sich im Wesentlichen auch zusammen aus den staatlichen Anteilen an diesen Kosten, wobei in Deutschland dieser staatliche Anteil eben zu den besagten 5,28 Cent bereits durch die EEG-Umlage erklärt wird. Die Industrie hat man ja bislang ausgenommen, deswegen war der Protest begrenzt, aber das ändert sich ja jetzt, weil die EU ein Verfahren eröffnet hat gegen die Bundesrepublik Deutschland, die diese Ausnahme der Industrie bei der EEG-Umlage verbietet. So, und dann wird hier der Teufel los sein, was also den politischen Protest gegen dieses Verfahren betrifft. Die normalen Verbraucher schlucken das noch irgendwie angesichts der grünen Propaganda, die dieses Land beherrscht, aber die Industrie wird sich darum nicht scheren. Wir sind mitten in der Energiewende zweiter Art, die Rückwärtswende. Wenn ich bedenke, was seit Fukushima passiert ist, wie schnell wir uns abgewandt haben von diesem Thema, wenn ich das extrapoliere, noch zweimal 2,5 Jahre, weitere 5 Jahre, dann ist nicht mehr viel übrig von dieser Energiewende. Die Strompreise im Vergleich der europäischen Länder sehen Sie hier, da ist Deutschland schon auf der zweiten Stelle nach Dänemark. Und Dänemark ist halt so ähnlich gepolt wie wir, da gibt es auch viel Windstrom, das ist der gleiche Weg. Aber andere Länder, Frankreich insbesondere, sind da im unteren Drittel. Das ist ein Wettbewerbsstandortfaktor.
Wacker Chemie hat ja gerade beschlossen, ein großes Werk in den USA statt hier in Bayern zu errichten, weil dort die Strompreise nur ein Drittel sind von dem, was sie in Deutschland sind und im Übrigen für 30 Jahre fest garantiert werden. Und dann kommt hinzu das Problem, was der Wissenschaftliche Beirat bereits 2004 in einem Gutachten aufgeschrieben hat, was andere auch aufgeschrieben haben, das EEG ist halt vollkommen wirkungslos bezüglich des CO2-Ausstoßes. Der CO2-Ausstoß ist durch den Emissionshandel bereits gedeckelt. Die Zahl der Emissionszertifikate wird in Brüssel festgelegt und die bestimmt bis auf die letzte Tonne, wie viel CO2 aus den Kraftwerken in die Luft entlassen wird. Wenn wir also hier grünen Strom zusätzlich fördern in Deutschland durch unsere Einspeisetarife, naja, dann wird schon dieser Strom produziert, aber in dem gleichen Umfang werden Emissionszertifikate in Deutschland frei, die gehen über die Börse in Leipzig oder Amsterdam, dann an andere europäische Länder. Das heißt, die Polen können umso mehr Kohlekraftwerke dann mit diesen freigesetzten Zertifikaten bauen und alles, aber auch wirklich jede Tonne, die wir einsparen an CO2 durch das EEG, wird in anderen Ländern der EU zusätzlich emittiert. Das ist ein einfaches Rechenexempel, da brauche ich kein Ökonom zu sein, das liegt alles im Bereich des Trivialen. Aber die Öffentlichkeit wird geflissentlich über diese Effekte hinweggetäuscht. Es wird noch nicht mal richtig berichtet, dass die Monopolkommission auch im Hinblick auf diesen Effekt der Bundesregierung dringend nahegelegt hat, das EEG ersatzlos abzuschaffen. Ja, jetzt waren wir also bei unserer grünen Wende aus Umweltgründen und jetzt passiert das. Ein Ereignis, das uns alle in Schrecken versetzt hat und jetzt eine weitere Politikmaßnahme zur Folge hat, nämlich den Ausstieg auch noch aus der Atomkraft. Wir wollen also nicht nur aus den Kohlekraftwerken aussteigen, sondern auch noch aus den Atomkraftwerken. Und da haben wir vielleicht doch ein Problem. Das hat sogar Joschka Fischer gesagt vor einiger Zeit, die Grünen hätten ein Problem, wenn sie aus beidem aussteigen wollen. Und das ist auch der Grund für den Titel meines Vortrages, Energiewende ins Nichts. Naja, ganz nichts ist ja nicht. Wir haben ja den Wind und den Sonnenstrom, aber was wir damit machen können, werden wir noch sehen. Lassen Sie mich zunächst einmal eine Bestandsaufnahme machen und Ihnen zeigen, wie viele Atomkraftwerke es denn gibt auf der Welt. Hier sind alle, die in Betrieb sind, 378. In Japan sind 44 in Reparatur. Die sollen aber nach einer Herrichtung wieder in Betrieb genommen werden. Japan hat ja den Ausstieg diskutiert und hat inzwischen den Ausstieg vom Ausstieg beschlossen. Hier haben wir die Neubauten, die derzeit betrieben werden in den verschiedenen Ländern. Hervorsticht China. In China wird jeden Monat ein Atomkraftwerk in Betrieb genommen und jede Woche ein Kohlekraftwerk von etwa einem Gigawatt. Das sind die Planungen und das sind die Vorplanungen. So entwickelt sich die Welt, aber es werden natürlich auch welche abgeschaltet. Hier sind die Abschaltungen und was hier bei den Abschaltungen auffällt, sind diese drei Länder, Deutschland, Spanien, Belgien. Das sind die einzigen, die bis 2030 alles abschalten wollen. So richtig scheint uns die Welt nicht zu folgen. Wir Deutschen haben ja häufig so das Sendungsbewusstsein, dass wir wissen, wo es lang geht und irgendwo hinmarschieren und dann sollen die anderen hinterherlaufen. Hin und wieder ist es doch sinnvoll, sich mal umzudrehen und zu gucken, ob überhaupt jemand hinterherläuft. Anderswo ist man anderer Meinung, insbesondere natürlich bei unserem Nachbarn im Westen. Das ist die DENA-Studie zur Leistungslücke aus dem Jahre 2010, angepasst jetzt auf die neuen Beschlüsse zum Ausstieg aus den Kernkraftwerken. Wir hatten vor Fukushima 21 Gigawatt mit 15 Kraftwerken.
Also ein bisschen mehr als ein Gigawatt erzeugt so ein Kraftwerk. Und Sie sehen, hier bei 2011 sind wir schon deutlich ausgestiegen und der Ausstieg soll bis 2022 komplett sein. Nun haben wir ja auch noch andere Energie. Das sind konventionelle Kraftwerke inklusive der Wasserkraft und der Pumpspeicherwerke. Das sind neue Kraftwerke konventioneller Art, die in Bau befindlich sind und die schon geplant sind. Das sind solche, die auch noch nicht sicher sind, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden. Alles konventionelle, das ist regenerative Energie. Im Wesentlichen ist das Bioenergie, die verwendet wird, um Strom zu erzeugen, und auch ein bisschen ist Abfallverwertung dabei. Die Solarenergie und die Windenergie ist auch dabei, schon in der alten Planung, aber sie macht von dieser violetten Fläche nur einen winzigen Bruchteil aus. Und dann haben wir hier die Kraft-Wärme-Kopplung, die geplant ist, macht in der Summe halt diesen Entwicklungspfad, und es fehlen uns hier 18 Gigawatt bis Anfang des nächsten Jahrzehnts, also halt die Atomkraftwerke. Und diese Lücke muss in irgendeiner Weise gefüllt werden. Wie sieht das denn aus? Keiner kann das so richtig gut prognostizieren, aber es ist schon ganz gut, sich ja mal klar zu machen, wo wir denn heute stehen. Man kann ja nur nicht sagen, es gäbe in Deutschland keine regenerative Energie. Wie gesagt, die Lichter sieht man des Abends in ganz Norddeutschland und die bayerischen Scheunendächer glitzern. Wir tun also doch schon eine ganze Menge. Wie groß ist denn der Beitrag, den wir heute schon leisten zum Endenergieverbrauch? Wenn man mal so, und zwar Endenergieverbrauch insgesamt der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich Sie frage, gehen Sie mal in sich und überlegen Sie mal, wie viel das sein könnte. Da wird der eine vielleicht sagen 1%, der andere wird sagen 10% und der dritte wird sagen 50%. Man weiß es eigentlich nicht genau, wenn man sich nicht intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat. Aber ich zeige es Ihnen. Hier ist die Endenergieverbrauchsstruktur in Deutschland, wie sie das IFO-Institut zusammengestellt hat. Eine recht aufwendige Statistik, jedenfalls in dieser Darstellungsform, allerdings alles offizielle Zahlen. Hier in Grau haben wir den fossilen Energieverbrauch, Prozesswärme, Raumwärme, Verkehr, Erdgas, Strom, Kohlestrom, macht in der Summe fossile Brennstoffe 84% des gesamten Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist das Problem für das Klima, da wollen wir ja eigentlich irgendwie runter. Was haben wir noch? Strom aus Kernenergie, erstaunlich wenig, würde man sagen, 3,3%. Nun gut, die Abschaltungen sind zum Teil schon gewesen, aber selbst ohne die Abschaltungen ist es natürlich auch nicht besonders viel. Dann haben wir Sonnenstrom mit 1%, Windstrom mit 1,8%. Wind- und Sonnenstrom tragen 2,8% zum Endenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland bei. Jetzt würden Sie sich wundern, na, das ist aber doch weniger, als ich dachte. Na, bedenken Sie, das ist der gesamte Endenergieverbrauch und nicht nur der Verbrauch für den Strom. Hier haben wir Strom aus Wasserkraft, Strom aus Abfällen, Strom aus Biomasse, und das ist der Strom insgesamt, der ist selbst ja nur ein Fünftel des gesamten Endenergieverbrauchs. Rechnet man Wind- und Sonnenstrom als Prozentsatz davon, dann sieht es natürlich schon mit etwa 15% besser aus. Das ist wahrscheinlich die Zahl, die viele von Ihnen im Kopf haben. Dann haben wir hier die Sonnenwärme. Wenn Sie also Ihr Duschwasser erheizen mit irgendwelchen Paneelen auf dem Dach, dann haben wir die Erdwärme und die wichtige Biowärme. Dann noch Biosprit. Das sind die Erneuerbaren. Die liegen bei 12% des Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik
Deutschland. Und interessant ist, dass diese Struktur ungefähr die OECD-Struktur ist. Wir haben das Gleiche berechnet für die gesamte OECD, kommt man ungefähr auf dieselben Werte. Deutschland ist also ein durchschnittliches Land. Das ist jetzt hier Wind- und Sonnenstrom, da liegen wir bei 2,8%. Dazu muss ich sagen, das ist nicht der gesicherte Strom, sondern es ist der durchschnittliche Strom, der kommt. Gesichert davon ist nur ein Siebtel, also etwa 0,4. Man könnte die Rechnung auch anders aufstellen. Es ist schon sehr großzügig gerechnet. Ich komme zu dem Thema, was hier gesicherter Strom ist und was durchschnittlicher Strom ist, gleich noch zu sprechen ausführlich. Gut, also so gesehen kann man sich vorstellen, dass man jetzt die Kernenergie ersetzt. Mit 2,8 sind wir ja schon fast dran. Nur eben ist es noch kein gleichmäßig fließender gesicherter Strom. Das wahre Problem sind aber hier diese 84. Wenn wir wirklich die Energiewende wollen, dann müssen wir ja an diesen großen Brocken da irgendwie ran. Und Sie sehen, wie klein die Mileage ist, die man hier gewinnt bei dem Versuch, also da wirklich etwas zu erreichen. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Angesichts der vielen Anlagen, die man schon sieht, wenn man durch das Land fährt, liegen wir hier eben doch tatsächlich erst bei etwa 3%. Und die 85% dieser Megabrocken von CO2, der in die Luft gepustet wird und dazu beiträgt, den Klimawandel herbeizuführen, den irgendwie in den Griff zu kommen, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Gut, beim Strom sieht das besser aus und Ersatz von Atomstrom durch Wind- und Sonnenstrom, das kann man sich alles irgendwie vorstellen. Aber mehr auch nicht. Nun wollen wir ja mit Elektroautos der Sache beikommen. 1 Million Elektroautos soll es geben. Hört sich jetzt zunächst gut an, also gar kein CO2-Ausstoß, also prima irgendwie. Aber wenn Sie mal genau überlegen, ja, das sind diese schönen Autos, insbesondere aus Frankreich. Wir haben ja jetzt auch den BMW i3, aber irgendwie passt das zusammen. Wir schalten den Strom ab und wollen Elektroautos. Irgendwie fehlt da etwas an der Gedankenkette. Passt nicht ganz zusammen. Ja? Selbst wenn wir jetzt die Elektroautos nicht hätten, hätten wir ja schon genug Problem. In Deutschland ist das schwierig mit den Elektroautos. Wir schalten den Atomstrom ab, wir sind nicht Frankreich. Frankreich hat 70% des Stroms aus Kernenergie und da ist der Strom billig. Dass die jetzt auf Elektroautos setzen wollen und die ganze EU-Maschinerie einsetzen, um sie durchzuboxen gegen den Markt mit ihren CO2-Richtwerten, um auch vielleicht so im Nebeneffekt die deutsche Automobilindustrie mal so ein bisschen zu deckeln. Das ist alles verständlich, aber es hilft uns halt hier, wenn wir den Atomstrom abschalten, nicht wirklich. Das ist das Problem. Da haben wir also hier gelb diesen Wind- und Sonnenstrom da oben mit den 2,8% und dies ist der Verkehr, 26,6%. Wir haben genug zu tun, die Kernenergie zu ersetzen. Aber jetzt eben auch noch den ganzen Verkehr auf elektrisch zu machen und den ebenfalls durch die regenerativen Energien zu bedienen, das ist doch ein ambitioniertes Ziel. Ja, übrigens, wenn Sie diese Zahlen dann interessieren, erstens nehmen wir das auf heute und zweitens finden Sie diese Statistik auch auf der Homepage des IFO-Instituts. Es ist natürlich viel, man kann nicht alles so schnell konsumieren, aber die Größenordnung als solche sollten eingängig sein. Lassen Sie mich zum Thema Windenergie jetzt kommen, weil die Windenergie halt quantitativ der wichtigere Faktor ist im Vergleich zur Sonnenenergie. Da haben wir das eine Problem, dass wir riesigen Platzbedarf haben. Wir haben einmal mal eine Rechnung gemacht hier mit 150 Meter hohen Windkraftanlagen, also bis zur Nabe 100 und dann der Rotor auch nochmal 100, macht also 150 in der Höhe und haben das mal verglichen, wie viel brauche ich denn, um also Biblis A zu toppen. Das ist Biblis A und das größenordnungsmäßig hier richtig eingezeichnet, auch mit dem technischen Mindestabstand dieser Anlagen. Diese grünen Punkte, die Sie da sehen, sind alles kleine Windflügel
Und sie stehen da nicht zufällig einfach, sondern sie sind exakt berechnet in diesem Diagramm. So, und jetzt schrumpft das Atomkraftwerk auf die auch exakte Größe. Was ich damit sagen will, ein riesiger Flächenbedarf. Riesiger Flächenbedarf. Wohin? In das Wattenmeer? Naja, die Umweltschützer wollen das nicht. Aber rein mal, um also das zu vergleichen, wie viel würden wir denn brauchen, um die Stromversorgung in Deutschland durch Windstrom herzustellen? Ein Wattenmeer? Nein, wir brauchen 6,5 Wattenmeer, um Ihnen ein Gefühl zu geben von den Größenordnungen des Flächenverbrauchs, die hier sind. Nun gut, können wir vielleicht in die Nordsee weiter raus oder, wenn das zu teuer ist, wie sich ja herausstellt, Siemens hat sich ja ein bisschen verbissen bei dem Thema, müssen wir vielleicht doch in Deutschland Platz finden, müssen das nicht da in Norddeutschland machen, wir können auch hier Nordrhein-Westfalen und Hessen zupflastern oder wir können Bayern zupflastern, so die Fläche Bayerns würde gerade so reichen. Auch das ist ein wichtiges Thema. Die Energie ist zwar umsonst, aber man muss sie ja einsammeln. Das ist das Problem. Die andere Energie, ob das Kernenergie oder fossile Energie ist, die kommt punktuell an einer Stelle, bauen wir ein Kraftwerk und greifen sie ab. Auch ein normales Wasserkraftwerk geht ganz leicht. Wir haben ja schon ein System von Bächen und Flüssen, die führen aus der großen Fläche die Energie zusammen an einem Punkt und da greifen wir sie ab. Aber wenn wir jetzt Wind oder Sonne machen wollen, dann müssen wir ja diese Technologie zum Einsammeln dieser diffus verteilten Energie, das müssen wir ja selber leisten. Wir müssen selber die Technik bringen, um das alles einzusammeln, diese Spurenelemente von Energie, die in der Fläche verteilt sind, die in der Summe zwar riesengroß sind, aber das Einsammeln macht es halt sehr, sehr teuer. Speziell hier in Bayern haben wir ein besonderes Problem. 60% des Stroms kam aus der Atomkraft. Das war ja fast wie in Frankreich. Und bis 2022 sollen wir da raus und das ersetzen, ja, durch Windräder oder Ähnliches. Wind ist in Bayern schwierig. Die Windstärke ist nur halb so groß wie im Norden. Und es gilt hier für die Stromproduktion eine Kubikwurzelformel, wonach halb so viel Windkraft ein Achtel der Energieausbeute bedeutet. Das heißt, ein Windrad in Bayern hat nur ein Achtel der Leistungsfähigkeit wie an der Nordsee. Es macht also wenig Sinn, hier in Bayern diese Dinge aufzustellen. Was man braucht, ist dann eben Leitungen vom Norden in den Süden. Und das wird natürlich auch ein Thema für den Umweltschutz. Ein besonderes Problem ist nun die unstete Versorgung. Der Wind weht ja nicht immer bekanntlich und die Sonne scheint auch nicht immer. Also die Frage ist, wie groß müssen diese Leitungen eigentlich sein und macht es Sinn, diese Leitungen zu produzieren, um diese Windstromspitzen von Norddeutschland nach Süddeutschland zu liefern? Wer kann die eigentlich gebrauchen? Schauen wir uns mal an, wie das wirklich aussieht. Das ist eine Datenbasis, die wir zum Glück haben, hier über die tatsächliche Windstromproduktion in Deutschland stundenweise, über 23.000 Anlagen im Jahr 2011. Und Sie sehen diese enorme Volatilität. Es geht rauf und runter und wir haben also in der Spitze Leistungen von über 20 Gigawatt, aber auch mal hin und wieder fast nichts. Und die Frage ist jetzt, macht das Sinn, also hier Leitungen zu produzieren, um diese einzelnen Spitzen da nach Bayern zu leiten? Was machen die Bayern mit den Stromspitzen? Wo sollen die hin? Ich meine, die muss man irgendwie glätten, nicht? Damit man das verwerten kann. Das ist das Riesenthema. Ich bin überzeugt mittlerweile, nachdem ich mich intensiv in verschiedenen gedanklichen Wendungen der Sache gewidmet habe, dass dies das zentrale Thema ist für die Stromversorgung. Die Industrie braucht einen gleichmäßigen Strom, weil alle möglichen Anlagen darauf kalibriert sind. Die können diese ganze Stochastik nicht gebrauchen. Wenn Bayern diese Spitzen nicht haben will und wir keine Speichertechnologie haben, dann ist vielleicht die Alternative, die Leitungen doch nicht gen Norden zu bauen, sondern gen Osten und Westen,
Denn überall stehen ja Atomkraftwerke. Ich habe sie mal hier bei unseren direkten Nachbarn einzeichnen lassen. Wir haben in Europa außerhalb Deutschlands 142 Atomkraftwerke. Und es ist ja klar, in Tschechien und in Frankreich, die Kraftwerke stehen zur Verfügung. Und nichts in der Welt kann Frankreich und Tschechien hindern, den Strom nach Bayern zu liefern. Denn wenn wir uns verwehren, hier mit irgendwelchen grünen Motiven, dann verletzen wir das EU-Recht. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Strom abzuwehren. Wir haben noch nicht mal die Möglichkeit, die Leitungen nicht wirklich zu bauen. Das wird auch möglicherweise passieren, dass der Strom also dann von Osten und Westen kommt. Und es ist ja klar, wenn die Gefährdung betrachtet wird, wenn Sie mal aus bayerischer Sicht denken, wo müsste ich denn ein Atomkraftwerk aufstellen oder aus süddeutscher Sicht, um die Gefahren bei einem möglichen Fallout für die deutsche Bevölkerung zu maximieren angesichts der häufigen Westwinde? Naja, an der deutsch-französischen Grenze. Und da stehen sie ja auch alle am Rhein. Lassen Sie mich jetzt zum Thema Speicherung kommen. Wir müssen also eine Speichertechnologie haben, um diesen stochastischen Windstrom zu glätten. Gut, was sich hier anbietet, sind Speicherkraftwerke. Von der Sorte haben wir 35 in Deutschland. Und die Frage ist, wie viel bräuchten wir denn von der durchschnittlichen Größe derer, die wir haben, um den Windstrom zu glätten? Nochmal die Windstromkurve. Ich zeige Ihnen mal ein paar Werte, die hier relevant sind. Einmal der Durchschnittswert, die durchschnittliche Leistung ist 5 Gigawatt. Die Nennleistung ist 29 Gigawatt, fast das Sechsfache. Lassen Sie sich also nicht täuschen durch manche Rechnungen, die da sagen, wir hätten da, wer weiß was für eine Nennleistung. Die Nennleistung kommt ja nie vor. Und dann haben wir die sogenannte gesicherte Leistung. Das ist die Leistung, die in 99% der Zeit wirklich zur Verfügung steht. Und das ist gerade mal 1 Gigawatt. Das Problem bei dem Windstrom besteht jetzt von dem 1 Gigawatt gesicherter Leistung, die wir schon haben, auf die 5 zu kommen durch eine Speichertechnologie. Mit einer idealen Speichertechnologie könnten wir den ganzen Durchschnitt verstetigen und gedanklich also zur Verfügung stellen. Und Sie erinnern sich, ein Kernkraftwerk bringt ja auch nur so ein gutes Gigawatt. Das heißt also, wir haben heute ein Kernkraftwerk ersetzt durch an gesicherter Leistung. Wenn wir es schaffen, die Verstetigung hinzubringen, haben wir 5 Kernkraftwerke ersetzt. Immerhin. Ja, wie machen wir das? Jetzt haben wir mal eine Rechnung durchgeführt am IFO-Institut und ich danke hier insbesondere Herrn Meister, der hier geduldig meinen Anweisungen da gefolgt hat und in vielen Iterationsschritten das dann gerechnet hat. Wenn man sich vorher mit dem Thema nicht beschäftigt hat, ist das also auch für mich durchaus schwierig. Aber der Zusammenhang ist eindeutig. Und da stellen wir mal erst einen großen Speicher, einen großen Wasserspeicher und einen Speicher, der selbst keine Prozessverluste hat, der ideale Speicher. Und da stellen wir aus diesem Speicher fließen 5 Gigawatt ab. Das ist genau die durchschnittliche Sonnenstromproduktion in Deutschland im Jahr 2011, wo diese Zahlen herstammen. Und wir füllen den Speicher, je nachdem, wie der Strom kommt aus den Windrädern. Das bedeutet, wenn wir irgendwo anfangen am Beginn des Jahres, sind wir auf genau demselben Speichervolumen am Ende des Jahres, konstruktionsgemäß. Und so ist das Speichervolumen. Diese beiden Punkte sind definitionsgemäß identisch, denn wir haben ja aus dem Speicher einen Abfluss, der dem Durchschnitt entspricht, und der Zufluss ist halt die Stochastik, die da reinkommt. Das heißt, der Endbestand des Speichers, gemessen in Terawattstunden, ist genau dasselbe wie der Anfangsbestand. Aber Sie sehen, der Speicher ist viel zu groß, er wird gar nicht leer, und selbst also hier im November, wenn wir den tiefsten Stand haben, dann haben wir viel zu viel Speicher. Also können wir den Speicher kleiner machen, als er hier unterstellt ist, und
das heißt optisch, wir schieben diese ganze Kurve nach unten, bis sie anstößt. Okay? Dann haben wir hier an dieser Stelle das minimale Speichervolumen, das wir brauchen. Das sind 6,6 Terawattstunden. Gut, was heißt das? Es heißt 6097 durchschnittliche Speicherkraftwerke. Wir haben 35, ich habe Ihnen die Bilder gezeigt. Um den ganzen Windstrom zu glätten und auszugleichen, brauchen wir 6000 Speicherkraftwerke. Puh, das ist vielleicht doch etwas mehr, als man so dachte. Naja, das wird so nicht gelingen. Das ist hier von letzter Woche ein Protest am Jochberg, wo man ja ein so ein Speicherkraftwerk da am Kochel- und Walchensee da noch zusätzlich dazu bauen wollte. Das wird nicht gelingen. Können wir es denn ein bisschen anders rechnen? Müssen wir wirklich jede Windspitze jetzt in so einen Speicher reinpacken? Oder ist es nicht billiger, vielleicht doch einige Spitzen wegzuwerfen und auf den Strom zu verzichten? Dann können wir Speicherkraftwerke sparen, allerdings haben wir den Strom dann auch nicht. Gut, hier ist mal eine Rechnung. Das ist der Punkt, den wir gerade berechnet hatten. Das sind die 6097 Speicherkraftwerke. Und das ist die kontinuierliche Leistung, die da steht, die Sie erbringen können. Und jetzt sehen Sie, diese Kurve kommt hier raus. Das ist, wenn wir keinen Speicher bauen, dann haben wir knapp 1 Gigawatt gesicherter Leistung. Aber hier, wenn wir uns mit 4 statt 5 Gigawatt Leistung begnügen, dann kommen wir schon mit 978 Speichern aus. Oder gar hier, wenn wir uns mit 3 von 5 Gigawatt begnügen, brauchen wir nur 456 Speicherkraftwerke. Es gilt also offenbar ein ertragsgesetzlicher Verlauf. Das sieht schon weniger alarmierend aus. Man muss also doch wohl irgendwie auch ein ökonomisches Kalkül hier ansetzen. Die Kosten, nun, wenn wir mal diesen Punkt mit 3 Gigawatt Speicherkraftwerken, 3 Gigawatt kontinuierlicher Leistung nehmen, also 456 Speicherkraftwerken, das sind 100 Milliarden Euro. Und die 2 Atomkraftwerke, die wir dadurch einsparen, hätten 6 Milliarden Euro gekostet. Nur um Ihnen ein Gefühl zu geben für das, was hier anfällt. Aber wir müssen auch noch an den Sonnenstrom denken. Da tritt dieselbe Rechnung ja auf. Das ist der Sonnenstrom, den wir im Jahr 2011 produziert haben. Sie sehen, in der Mitte des Jahres am meisten und im Anfang und am Ende, im Winter halt, scheint die Sonne nicht. Könnte es nicht sein, dass wir dadurch schon eine gewisse Glättung hinkriegen, dass die Sonne dann scheint, wenn der Wind nicht weht und umgekehrt? Dann bräuchten wir ja nicht so viel Speicher. Nun gut, die durchschnittliche Sonnenstromproduktion ist 2 Gigawatt. Also 5 haben wir vom Wind, 2 von der Sonne, macht schon 7. Und vielleicht ist das die ganze Sache glatter. Die Nennleistung ist hier 25 und die gesicherte Leistung beim Sonnenstrom definitionsgemäß 0, weil des Nachts keine Sonne da ist. Machen wir dieselbe Rechnung mit dem Speichervolumen. Wir unterstellen also wieder einen Speicher, einen idealen Speicher, wo der Abfluss so groß ist wie die durchschnittliche Sonnenstromproduktion. Und was die Solarpanelen jetzt bringen, schieben wir da rein. Und das macht diesen Jahresverlauf. Wieder brauchen wir solch einen großen Speicher nicht, wie hier unterstellt. Schieben wir also die ganze Sache parallel nach unten, bis sie anstößt unten. So, dann haben wir hier an dieser Stelle unser minimales Speichervolumen für die Glättung des Sonnenstroms. Das sind 3900 Speicherkraftwerke. Eine ähnliche Rechnung wie vorhin, allerdings auch nochmal Tausende. Jetzt sollten wir beides vielleicht zusammen betrachten, den Sonnenstrom und den Windstrom, die beiden Speicher. Wir hatten vorhin eine Kurve für den Speicher des Windstroms, hier haben wir eine Kurve für den Speicher des Sonnenstroms, die beiden mal zusammengezeigt,
bringen dieses Bild. Und das sehen Sie interessanterweise, es gibt eine gegenläufige Entwicklung. Das heißt, der Windspeicher ist gerade dann voll, wenn der Sonnenspeicher leer ist und umgekehrt. Das ist sehr, sehr schön. Wir können also durch die Verbindung dieser beiden Speicher das Speichervolumen reduzieren. Rein rechnerisch, wir addieren einfach diese beiden, dann kämen wir zu dieser Kurve des Gesamtspeichers und Sie sehen, der ist viel zu groß, weil der Tiefpunkt hier weit über der Nullachse liegt. Also können wir den nach unten schieben und wiederum das minimale Speichervolumen für beide zusammen ausrechnen und kommen auf hier 3500 Speicherkraftwerke nur. Das ist interessant. Während also die Glättung des Windstroms alleine 6000 braucht und die Glättung des Sonnenstroms alleine knapp 4000 Speicher braucht, brauchen wir für beide zusammen nur 3500 Speicher. Das ist schon einmal ein ganz schöner Gewinn. Tragen wir das wieder in unser Diagramm ein, dann kriegen wir wieder für alternative laufende Leistungen, also wenn wir alles glätten, hätten wir 7 Gigawatt, diese ertragsgesetzliche Kurve. Das hier ist die gesicherte Leistung, das ist wieder nur der Windstrom, der Sonnenstrom ist nicht dabei, weil der ja nicht gesichert ist. Aber hier zum Beispiel, wenn wir diesen Punkt ansteuern wollten und mit 4 Gigawatt Leistung begnügen wollten, also 4/7 sozusagen von der Durchschnittsproduktion hier realisieren wollen, dann kämen wir doch mit 385 Speicherkraftwerken hin. Jetzt muss die Rechnung noch weitergetrieben werden, weil es gar nicht möglich ist, solche idealen Speicher zu haben. Es gibt ja Prozessverluste. Das heißt, wenn ich das Wasser da reinpumpe, brauche ich Kraft für die Pumpen und wenn ich es wieder rauslasse, brauche ich wieder Kraft. Das heißt, fürs Hoch- und Runterpumpen, für einmal Hochpumpen, entstehen 25% Prozessverlust. Wenn man das also jetzt mit berücksichtigt, dann heißt das für jeden Punkt hier in der horizontalen, bei einer gegebenen Leistung, brauche ich dann mehr Speicherkraftwerke, weil ich mehr von den Stromspitzen noch reinholen muss, um die Verluste auszugleichen. Die ganze Kurve schiebt sich also nach rechts. Und das ist hier der äußerste Punkt und das sind die anderen Punkte. Sie sehen, das ist die neue Kurve. Und wenn wir also jetzt 4 Gigawatt Leistung von Wind- und Sonnenstrom, kontinuierliche Leistung erzeugen wollen, brauchen wir 437 Speicherkraftwerke. Das ist sozusagen die Endzahl, mit der ich Sie jetzt nach Hause lassen möchte. Wir hätten also natürlich darauf verzichtet, alles zu glätten. Dann würden wir 3270 Speicherkraftwerke brauchen für die Stromproduktion des Jahres 2011. Aber wenn wir uns mit 4/7 der Ausbeute begnügen wollen, wenn wir also gegenüber der gesicherten Leistung weitere 3 Kernkraftwerke an Leistung da rausholen wollen aus dieser Stochastik, dafür bräuchten wir dann 437 Speicherkraftwerke. Das ist aber auch noch sehr viel. Das ist immer noch sehr viel. Wir haben also wirklich gerechnet, um die Zahlen zu drücken, sozusagen, indem wir dies und das und Servius noch berücksichtigt haben, aber es bleiben 437 Speicherkraftwerke. Wir werden nicht ein Zehntel davon in Deutschland errichten können. Insofern ist diese ganze Idee utopisch. Nicht? Vollkommen unmöglich, die Speicherkraftwerke wird es nicht geben. Energiewende ins Nichts. Schon frustrierend. Und es ist hier nur mit 3 Satz gerechnet, also keine größeren Geheimnisse, das kann jeder nachrechnen. Übrigens, diese 437 Speicherkraftwerke würden dann 96 Milliarden Euro kosten. Und die durchschnittlichen Kosten, die heute anzusetzen sind, unterstellt, das kostet so viel wie 32 Atomkraftwerke. Das heißt, um also gegenüber dem 1 Gigawatt gesicherter Leistung eine Leistung von 3 Atomkraftwerken da aus dieser Stochastik rauszuziehen durch Speichertechnologien, brauchen wir die Kosten von 32 Atomkraftwerken, 10-mal so viel.
jetzt geht es ja vielleicht auch so. Die Idee war ja jetzt, das Ganze ein bisschen intelligenter zu machen und die Elektroautos auf die Straße zu bringen und die Speicher, die schon da sind, in diesen Autos zu nutzen für diesen Zweck. Also kann man auch das mal rechnen. Wie viel BMW i3 Speichersätze würde ich denn brauchen? Einer kostet so, glaube ich, 12.000 Euro. Ja? Wie viel würde ich brauchen von diesen Speichersätzen? Sind Lithium-Ionen-Batterien, die sich natürlich auch eignen für den Zweck. Nun 22 Millionen BMW i3 Speichersätze. Was kosten die? 254 Milliarden Euro, nur die Batterien. Und wenn ich alles glätten will, oder das entspricht dem Kosten von 85 Atomkraftwerken übrigens. Und wenn ich alles glätten will, brauche ich 164 Millionen BMW i3 Speichersätze. Das heißt, ich muss den deutschen Automobilbestand vervierfachen, der jetzt bei 40 Millionen liegt. Und ich muss natürlich alles dann als Elektroautos haben. Ja? Eine Million sind ja geplant, nicht 164 Millionen BMW i3 oder ähnliche französische Produkte. Ja, die eine Million bringen uns hierhin. Das bringt uns immerhin so viel wie ein Atomkraftwerk von der Speicherkapazität, weil wir ja beim ertragsgesetzlichen Verlauf anfangs, wo die Grenzproduktivität riesenhoch ist, beginnen. Aber das ist halt insgesamt nur 6 Promille der erforderlichen Speicherkapazität, die wir dann haben. Dieses Programm mit den 1 Million Elektroautos heißt 0,6% der zur Glättung des Sonnen- und Windstroms des Jahres 2011 nötigen Speicherkapazität. Wissen Sie, man kann diese Dinge so verbal wunderschön beschreiben, die Semantik ist grenzenlos dehnbar und flexibel, dann klingt das alles irgendwie plausibel, aber man muss es wirklich rechnen. Bevor man das nicht gerechnet hat, macht diese ganze Semantik keinen Sinn. Es ist kein Thema, das sich semantisch intuitiv erfassen lässt. Gibt es nicht noch andere Lösungen? Smart Grid. Wir verschalten das alles und passen die Spitzen, Verbrauchsspitzen an die Stromspitzen an und so weiter. Da gibt es also auch sehr überzeugende Vorstellungen. Das ist sicher alles richtig. Schauen wir uns das mal genauer an. So ein Haus in einer Smart Grid Anlage, da würde man eben einen Boiler haben, eine Waschmaschine, eine Mikrowelle, Klimaanlage und die kann man ja anschalten, wenn der Wind weht. Und wenn er nicht weht, halt lässt man es sein. Damit mag man was kriegen. Ob man das Licht dann nur anschaltet, wenn der Wind weht, das weiß ich schon nicht. Und ob man bereit ist, die Waschmaschine laufen zu lassen, wenn man gar nicht zu Hause ist, das wird auch manchen Leuten schwerfallen. Aber immerhin, in diese Richtung müsste man wahrscheinlich denken. Ich habe was gesucht zu irgendwelchen belastbaren Zahlen. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts bieten. Das ist alles so fürchterlich kompliziert, es gibt da nichts. Also keine wirkliche Rechnung darüber, was dann da aufgefangen werden kann an Stochastik und was nicht. Immerhin. Und dann redet man von Methanspeichern. Statt jetzt also das Wasser in die Speicheranlagen hochzupumpen, könnten wir ja auch Methanspeicher anlegen, indem wir den Strom zu Methan machen. Erstmal mit der Elektrolyse wird aus dem stochastischen Strom halt jetzt Wasserstoff gemacht, H2. Und dann nimmt man das CO2 aus der Luft oder aus Verbrennungsanlagen und baut das zusammen mit dem H2 und macht Methan draus. Methan ist Erdgas, wie es aus Sibirien kommt. Das geht. Technisch beherrscht man das. Und dann hat man Erdgas und dieses Erdgas, also Methan, und kann dieses Methan verwenden, um also daraus dann wieder mit
Gaskraftwerken Strom zu machen, oder man kann es auch direkt in das Gasrohr einspeisen, um also dann das irgendwo zu verbrennen. Ist das vielleicht die Lösung? Leider sieht es auch nicht gut aus, denn aus technischen Gründen ist der Wirkungsgrad dieser Kette, Strom über Methan wieder zu Strom zu machen, nur ein Viertel. Höher lässt sich das gar nicht machen. Das sind keine ökonomischen, sondern rein technische Gegebenheiten. Ein Viertel bleibt übrig, und das heißt, ohne Baubetriebskosten dieser ganzen Anlagen überhaupt nur zu rechnen, verteuert der Durchfluss des Stroms durch die Methanspeicher bis zum Endverbraucher den Strom bereits auf das Vierfache. Der Stromdurchfluss durch Pumpspeicherwerke verteuert den Strom aber nur um ein Drittel, weil die Wirkungsgrade sehr viel höher sind bei Elektromotoren und Generatoren. Was ist zu den Kosten der Anlagen an sich zu sagen? Das ist halt also mal unabhängig von dem Wirkungsgrad und den Verlusten, die dadurch entstehen. Nun, also die günstigsten Methanspeicher, die wir gefunden haben, sind so teuer wie die Pumpspeicherwerke pro Speichervolumen, aber meistens sind sie teurer. Das heißt, es ist keine billigere Speichertechnologie, es ist eine doch wahrscheinlich deutlich teurere Speichertechnologie. Also der Speicher an sich, von den Kapitalkosten her, ist eher teurer, aber vergleichbar. Nur die Prozessverluste, die bei 3/4 liegen, bedeuten, dass was immer man an Strom da reinsteckt, er wird viermal so teuer, wenn er wieder rauskommt. Könnten wir nicht Folgendes machen? Noch eine Idee. Wir nehmen das Gas aus Sibirien und lassen das nur intermittierend sozusagen aus dem Rohr raus, um die Lücken zu füllen. Das heißt, das natürliche Reservoir in Sibirien ist der Speicher. Wenn bei uns also die Sonne scheint oder der Wind weht, erzeugen wir Methan und drücken das sozusagen zurück nach Sibirien, beziehungsweise holen es gar nicht erst von da. Das heißt, Russland liefert den Speicher, um die Stochastik auszugleichen. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Naja, also die Russen tun das nicht. Die liefern das Erdgas nur kontinuierlich, weil alles andere eine Unterauslastung ihrer teuren Rohrleitungen bedeuten würde. Die liefern kontinuierlich und wir speichern das Erdgas aus Russland in Methanspeichern in Deutschland. Wir müssen also selber für die Speichertechnologie sorgen. Dann sind wir aber wieder da, wo wir vorhin schon waren mit der Rechnung. Dann haben wir wieder unsere Methanspeicher. Ja, dann können wir auch gleich darauf verzichten und lieber das Gas aus Russland nehmen. Dann können Sie sagen, ja, aber aus Umweltgründen ist es ja besser, wir holen es gar nicht und es bleibt im Boden. Das wird nicht im Boden bleiben, denn das Gas, was wir nicht aus Sibirien beziehen, das fließt dann nach China. Glauben Sie mal nicht, dass die Russen deswegen weniger Methan verkaufen, wenn wir unseren Methangashahn zumachen. Das landet genauso in der Atmosphäre. Nun ist Gas immerhin besser als die anderen fossilen Brennstoffe, weil ja die Hälfte der Energie aus der Wasserstoffverbrennung kommt im Gas. Und das ist ja unschädlich für das Klima. Also das wird auch nichts. Die Methanspeicher sind irrsinnig teuer und halten einem wirtschaftlichen Vergleich mit den Pumpspeicherwerken in keiner Weise stand. Energiewende ins Nichts. Also im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig, als doch wieder zur Kohle zu gehen. Und dann sind wir wieder da, wo wir gestartet waren, auch hier in dieser Vorlesung. Wir haben die fossilen Kohlenwasserstoffe in der Erde. Das sind 6500 Gigatonnen Kohlenstoff.
Nur der Kohlenstoff interessiert uns, die daran klebenden Wasserstoffatome interessieren uns nicht, denn die werden zu Wasser und die regnen ab. Das ist kein Treibhauseffekt. Und von den 6.500 holen wir jedes Jahr 8 Gigatonnen raus. Die werden verbrannt. Es entsteht das Kohlendioxid. Das geht langfristig zu 75% in die Weltmeere und in die Biomasse, aber 25% langfristig. Langfristig heißt hier über 300 Jahre, bleibt in der Luft und zwar für immer. Es ist ja nicht so, dass das da mal irgendwie verschwindet von alleine, sondern das akkumuliert sich in der Luft, weil die Luft, die Weltmeere, die Biomasse drei Speicher sind, die in gewisser Proportion zu füllen sind durch das, was ich aus der Erde raushole. Es gibt also hier keine Effekte, die das verhindern. Gut, über viele zigtausende von Jahren ja, aber das ist jenseits der menschlichen Erwägungen. Also sind wir doch wieder beim Klimaproblem angekommen. Es ist dasselbe Kohlendioxid übrigens, dasselbe Kohlenstoff, der da in der Luft landet, der aus der Erde kommt, und wir haben keine Möglichkeit außer der Sequestrierung, das irgendwie zu verhindern. Alles, was rauskommt, geht in die Luft, also ein Viertel davon geht in die Luft, oder wir stecken es wieder in die Erde rein, aber das Reinstecken ist schwierig, weil ja riesige Volumina auch benötigt werden für einen Kubikmeter Kohle, die ich verbrenne, entstehen 5 Kubikmeter flüssiges CO2 und für einen Kubikmeter Öl, das ich verbrenne, entstehen über 3 Kubikmeter flüssiges CO2. Für jede Ölpipeline aus Sibirien muss ich 3 zurückbauen, um das dann wieder abzuladen da irgendwie, aber es ist gar kein Platz. Also das wird auch nicht wirklich was. Gut, jetzt habe ich Sie hinreichend frustriert. Die Ökonomie ist eine Dismay of Science und das gilt natürlich auch heute wieder. Ich darf zusammenfassen, 7 Thesen. Das Klimaproblem besteht wirklich. Vergessen wir diese Hockeystick-Kontroverse. Es gibt ganz andere Daten, die hier zu Rate zu ziehen sind. Deutschland plant den doppelten Ausstieg und selbst Joschka Fischer hat gesagt, dass das wohl schwierig wird, aus der Kohle und der Atomkraft. Das ist utopisch, ich bleibe dabei, das kann nicht gelingen. Und politische Befindlichkeit, Umfragen, 85% der Deutschen dafür, wissen Sie, das ist alles endogen. Das wird sich natürlich ändern, wenn die Leute merken, wie teuer das wird. Das ist so flüchtig. Was die Politiker für eine Wirklichkeit halten, bloß weil sie die selber in den Köpfen der Menschen erzeugt haben, das ist sehr flüchtig und wird nach ein paar Jahren durch die Realität und die ökonomischen und vor allem auch die naturwissenschaftlichen Gesetze hier beiseite gewischt werden. Mit dem Atomausstieg stehen wir ziemlich allein. Wir können uns auf die Belgier und die Spanier noch berufen, aber sonst auf niemanden. Gut, die Schweiz will irgendwann in den 30er Jahren raus, aber bis dahin. Wind- und Sonnenstrom kommen uns schon als kräftig vor, wenn man sieht, was alles an Anlagen in Deutschland installiert ist, erzeugen aber, selbst wenn man die durchschnittliche Leistung bringt, nur 3% des Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man die gesicherte Leistung bringt, nur 0,4% des Energieverbrauchs. Wo wollen wir denn hin? Wie soll denn Deutschland aussehen, wenn wir da also irgendwie eine substanzielle Entwicklung haben, um an die 85% fossile Energie ranzukommen? Die Atomenergie war die einzige Chance, die wir hatten. Wenn wir die beiseite werfen, bleibt nichts mehr übrig. Um die 3% auch wirklich zu erreichen und nicht nur 0,4 gesicherte Leistung zu haben, brauchen wir Speichertechnologien. Und die Rechnungen habe ich Ihnen gezeigt. Mein präferiertes Beispiel ist, um von 1/7 auf 4/7 der durchschnittlichen Strom-, Wind- und Sonnenstromproduktion zu kommen durch Speichertechnologien und damit 3 Kernkraftwerke einzusparen, brauchen wir 437 Speicherkraftwerke
oder 22 Millionen BMW i3 Batteriesätze. Das kostet so viel wie 32 neue Atomkraftwerke beziehungsweise 85 neue Atomkraftwerke. Ich wage die Behauptung, dass Deutschland sich abwenden wird von diesem Kurs, zurückkehren wird zu der Atomkraft. Die Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 ist noch nicht gesichert. Es gibt ja auch Kraftwerkstypen, den Kugelhaufenreaktor, der in Karlsruhe entwickelt wurde, der inhärent sicher ist, den die Chinesen jetzt bauen. Also man muss sie ja nicht so gefährlich bauen wie in der Vergangenheit. Mein Fazit: Deutschland wird sich am Klima versündigen und doch wieder in Kohlekraftwerke gehen, wenn es diesen Kurs durchhält, oder es wird ausländischen Atomstrom in großem Umfang importieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.